Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund wieder Babygeräusche, nicht wundern. Heute geht es wieder um den Red Harpoon Crowntail. Red Crowntail Wurf. Und ja, die Babys haben sich nach dem Campingausflug super gemacht. Ihr seht, fast alle zeigen rote Farbe. Die Tiere sind jetzt auch schon fast 2 Monate alt, also 7 Wochen, glaube ich, jetzt. Müsste ich nochmal in den Kalender gucken, aber 6, 7 Wochen so circa. Und ich bin sehr zufrieden. Es sind zwar ein paar dabei, die ein bisschen kleiner noch sind, aber das ist überhaupt kein Problem. Die bekommen nach wie vor Artemia frisch und Mikrowürmchen. Ich habe hier einen, der hat hier irgendwas am Maul. Eine Maulsperre, der hat wohl was zu Großes gefressen. Naja, werden wir mal sehen, was da sich draus entwickelt. Ansonsten muss man ihn erlösen, weil das ist ja kein Leben. Ich beobachte aber, ob er frisst oder nicht. Und daneben sieht er, also ihm fällt es schon schwer zu essen, aber er isst was. Solange wie das so der Fall ist, beobachte ich das mal, wenn das anbleibt und die Maulsperre nicht zugeht. Ich habe mit ein paar Züchtern gesprochen, die hat das auch schon mal. Wenn die Bausperre weggeht, ist das in Ordnung. Wenn sie bleibt, dann muss ich das Tier leider erlösen. Aber es kann sein, dass das manchmal 2, 3 Wochen dauert. Genau, ja. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich habe keinen Bauchrutscher. Keinen. Das sind Beta-Babys, die zu viel gefressen haben. Und dann halt auf Bauch rumrutschen. Und wenn ich jetzt hier meinen Finger mal hinhalte, seht ihr den Größenvergleich. Das ist mein Zeigefinger jetzt. Und die sind alle gerade an der Scheibe, weil sie Hunger haben. Ich habe zwar schon gerade Artemia reingemacht, aber ja, man hat halt doch Hunger, ne? Und ich kann jetzt schon so anfangen, sie natürlich so zu trainieren, dass wenn man hier so ein bisschen antübbelt, das gleich Essen gibt. Denn hier sind schon wieder frische Artemia drin. Die kann ich dann jetzt gleich mal geben. Sozusagen live futtern. Und ja, ich bin echt zufrieden mit dem Wurf bisher, weil die zeigen schon relativ früh im Gegensatz zu den anderen roten Wurf von letzten Jahr Farbe. Und das ist natürlich sehr schön anzusehen. So, jetzt mache ich hier mal, es sind noch nicht so viele Artemia, weil, ups. Die erst heute angefangen haben zu schlüpfen, ist ein neuer Ansatz, deswegen ist es noch nicht so viel los. Aber besser als nichts, nicht immer. Genau, und jetzt fassen die Kleinen. Und hier zwischendrin ist noch ein Simplex-Baby, das muss ich dann mal einfangen. Und ihr hört's, Baby ist natürlich wach und ja. Hier habe ich einen, der hängt manchmal ein bisschen hinten runter. Ich glaube, das war oder ein anderer. Das ist aber auch nicht so schlimm, das sollte sich geben in den nächsten Wochen. Ja, da ist noch ein Simplex-Baby. Okay, muss ich mal einfangen. Hm. Ja, ich glaube, ihr habt genug gesehen und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss. Achso, und wenn ihr eine detaillierte Zuchtauflistung haben wollt, wo ihr die nacheinander seht, ohne Unterbrechungen, also ohne irgendwie, dass ihr vom ersten Video bis zum letzten von diesem Wurf was seht, dann schaut auf meine Webseite, die ist unten in den weiteren Informationen verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!